Ich zeige euch kurz, wie man ein Update auf das Tablet PLC 400, ein Software-Update, aufspielt, indem man das Tablet mit Internet verbindet und dann eigentlich nur das Update laufen lässt. Wir sind hier in der Software. Hier müssen wir zuerst raus. Dazu gehen wir oben rechts auf die Ausstelltaste und wählen hier Programm beenden. Wir sind dann im Windows, der Hintergrund ist hier schwarz, lasst euch davon nicht verunsichern. Wir haben hier alle wichtigen Symbole drauf. Als allererstes müssen wir das Tablet mit Internet verbinden. Das kann über WLAN oder über einen Hotspot geschehen. Wenn man eine SIM-Karte im Tablet hat, ist das automatisch verbunden. Alle anderen müssen hier unten über dieses Symbol gehen, haben dann hier die Liste. An eurem Handy müsst ihr natürlich gegebenenfalls einen Hotspot einrichten, den ihr hier seht. Wenn ihr ihn anwählt, dann müsst ihr das Passwort, das euch ja auch das Handy gibt, oder euer WLAN-Passwort eingeben. Kleiner Tipp, hier unten ist die Tastatur, also nicht verzweifeln, wenn nicht gleich eine Tastatur erscheint, einfach hier unten klicken und da könnt ihr euer Passwort eingeben. Ihr habt Internet, sobald hier kein Symbol mehr auf diesem WLAN-Zeichen ist, der kleine Stern muss verschwunden sein, dann funktioniert die Sache. Jetzt ist hier normalerweise auf dem Desktop das Programm Auto Update Tray. Diese könnt ihr mit einem Doppelklick öffnen. Sollte dieses Symbol nicht hier sein oder wurde es auf dem Desktop gelöscht, müsst ihr links unten auf das Windows-Emblem gehen und habt hier groß Auto Update Tray. Und wenn es hier auch nicht erscheint, bei älteren Tablets habt ihr einen Ordner hier in der Liste, der heißt Hilti und dann ist es dort drin. Welche Variante ist egal? Ihr müsst es einfach starten. Ich gehe hier auf den normalen Vorgang. Hier öffnet es mir das Update-Programm. Ich drücke hier Check for Updates. Auch wenn hier von Anfang an ein grüner Balken läuft, drückt immer kurz Check for Updates, weil sonst sucht er lange und findet nichts. Normalerweise, bei mir ist es jetzt schon auf dem neuesten Stand, sieht es so aus. Zeigt euch die aktuelle Version an unter Current Version. Das ist normalerweise irgendwie 2 oder 3 Punkt irgendetwas. Und die verfügbare, in diesem Fall 4.0, ist die neueste. Drückt hier unten auf Update und das Update wird automatisch gestartet. Anschließend, nach circa 5 bis 7, 8 Minuten, startet das Tablet automatisch neu, startet euch in die Software auf. Keine Daten gehen verloren, also ihr müsst keine Datensicherung vorher oder ähnliches machen.